Jetzt haben wir Nick, aka Lauch mit Schlauch, dabei am Start. Deine Karre sieht auch wunderschön aus. Das ist ein Husqvarna 500er, ne? Eine 501. Jawohl. Sehr geil. Die Farben, absolut geil. Ich zeige das mal von der anderen Seite, dann seht ihr das in der Sonne. Absolutes Glitzerdekor und ich finde halt so dieses Türkis richtig geil. Ja. Wir haben es eben schon mal besprochen, du hast das sogar auf die Felgen bekommen. Wahnsinn. Jeder, der sich mit Folien auskennt, weiß, so holo, glänzend, chrom und so kannst du nicht bewegen. Also Nein. Wie du das darauf bekommen hast, unfassbar. Wirklich. Ja, war viel Arbeit. Also 4 Stunden mit 3 Personen. Also brauchten echt alle 6 Hände Vollgas, das zu stretchen. Und das irgendwie passbar zu machen. Aber der ganze Zeitaufwand, ich würde es nochmal machen. Es hat sich gelohnt. Geil, ich finde auch, also absolut richtig geil. Hier, das für dich. Sehr schön. Für die SMCR. Und wir werden direkt mal die Karren tauschen. Ich bin die, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Die ist offen, ne? Die? Die? Was heißt das? Ich wollte nur fragen, ob die offen ist. Was heißt das offen? Naja, für A offen. Die kannst du ja auf A2 drosseln. Ja, ja, ach so, ja, die ist auf A2 gedrosselt. Ach meine so. Ducati fahre ich aber mit über 200 PS. Warum hast du die noch gedrosselt? Ja, wüsste ich auch nicht. Deswegen frage ich mich auch, wieso du das fragst. Natürlich ist die offen. Was ist mit dir? Warum sollte ich ein A2-Motorrad fahren? Ich bin fast 30. Mann, ich auch. Aber bist du schon mal eine SMCR gefahren? Ja, ich bin die 2020er mal gefahren. Also ich bin auch ganz früher... Also da kann ich aber vielleicht ein bisschen erzählen. Ich habe mein Traummotorrad war tatsächlich die SMCR, als ich so 16 war. Echt? Ja, weil ich sowas wie die 501 und so gar nicht kannte. Also ich kannte tatsächlich ganz am Anfang nur dieses Motorrad, also die SMCR als Supermoto. Und ja, dann bin ich mal eine gefahren, war ein bisschen enttäuscht. Also die alte, wie ne? Enttäuscht? Ja, die alte. Weißt du, aber warum warst du enttäuscht? Ich kann das gar nicht sagen. Es hat sich einfach in meinem Kopf habe ich es mir viel geiler vorgestellt, ja, zu fahren. Und als ich sie gefahren bin, war es dann irgendwie ja nicht so besonders. Weiß nicht, woran das liegt. Aber bist du vorher schon eine andere gefahren? Also hattest du irgendein Verhältnis oder wieso? Ja, ja. Ich bin dann tatsächlich irgendwann nochmal XC danach gefahren. Aber es hat sich, also ich hatte keinen Vergleich. Wenn du das meinst. Ich hatte vorher keinen Vergleich, ich fand es trotzdem irgendwie nicht cool. Ich weiß nicht, also es hat sich nicht richtig Das checke ich gar nicht. Nee? Nee. Der also auch, bist du vorher überhaupt kein Motorrad gefahren, oder? Doch, ich bin vorher DT gefahren. Was bist du gefahren? DT. Ach so, ah ja, okay, und das ist ja auch Supermotor, dann hast du doch ein bisschen Vergleich. Okay, dann kann ich es mehr nachvollziehen. Ich dachte, du bist noch nie was gefahren. Nein. Sie ist dein Traumbike, du setzt dich drauf und fühlst es nicht. Das hätte ich nicht gecheckt. Nee, 125er bin ich als DT, dann mal BRX von Kollegen gefahren. Also ich hatte schon ein paar Motorräder durch. Ja. Oh, die hat Blipper und Quickshifter, ne? Genau, du kannst komplett ohne Kupplung. Und die gibt auch ganz gemütlich so ein bisschen Zwischengas, sodass du dir wirklich gar keinen Stress machen musst. Oh, ist das krass. Also Quickshifter ist das Einzige, was mir bei der noch fehlt, bin ich ehrlich. Ja, das ist schon geil. Die wäre noch geiler mit Quickshifter. Aber es ist eigentlich auch Schnickschnack. Also ich benutze es eigentlich auch eher, wenn ich wirklich Landstraße oder so fahre. Wenn ich in der Stadt fahre, kuppel ich mit der SMCR auch. Weil es gibt ja trotzdem einen kleinen Ruck nochmal. Ja. Und um es einfach gemütlicher zu fahren. Ja, und genau, deswegen, aber weiter in der Story damals. Ja, genau, weiter in der Story. Da bin ich ja 96 mal gefahren, die alte, die noch mit dem Tacho, die du auch hattest. Ja. Und ja, die war dann, ja, war halt nicht für mich, deswegen habe ich die so links liegen lassen, war für mich halt kein interessantes Motorrad mehr. Dann irgendwann mit EXC und blablabla, da fühle ich mich wohl. Und jetzt habe ich mal eine Dame kennengelernt, die hat eine 2020er 96. Ja. Und die bin ich mal gefahren und das war wieder was ganz anderes. Also so wie ich sie mir damals vorgestellt habe, so ist sie jetzt. Ja. Ich kann dir nicht sagen, warum. Sie fühlt sich leichter an. Das stimmt aber. Die alte war schon ein bisschen schwerfälliger. Ja, ne? Die war klobiger, irgendwie alles so groß, so. Es hat nicht so harmoniert, finde ich. Und das ist bei den neuen jetzt einfach ganz anders. Voll. Ja, aber die ist trotzdem laut, ne? Ja, voll. Die hat ja auch den Remus. Remus, ne? Ja. Hat die schon drauf. Klingt schon echt geil und das obwohl Euro 5 von Co. Ja, ja, eben. Ah. Und so ein bisschen kotzt die ja auch raus, ne? Das macht ja so ein bisschen. Ja. Voll. Und du musst mit dir denken, die hat halt noch nicht so viele Kilometer, ne? Die wird halt noch ein bisschen lauter. Ja, jetzt
Jetzt geht, also das ist echt krass. Also ich freue mich auf dieses Quickshifter und Co. Ich weiß, ich bin da so fanat drin. Ja. Da sind ja mal die S1000 und noch ein paar andere Bikes vom BMW gefahren. Und da hatten die auch alles am Berg gefühlt schon. Blipper und Quickshifter. Ja, heutzutage ist das auch eigentlich Standard. Klar, ja, die Karren hier sind Wettbewerbskarren, die haben das nicht. Aber normale Bikes haben das ja mittlerweile alle eigentlich. Und das, ich weiß nicht, das macht das Ganze noch mal so ein bisschen einfacher. Jemand, was ist das denn? Hast du es gesehen? Junge. Und was ich geil finde, auch für Wheelies fahren und so, du hast eine Ganganzeige, ne? Oh, stimmt. Das ist todesgeil. Das feiere ich richtig. Ja, ich muss auch sagen, also 690 und 701 bin ich auch schon alles mal gewheelt. Und das ist halt einfach nur geil, weil du hast, das Gewicht ist ja in vielerlei Hinsicht ein Nachteil, aber im Wheelen ist das Gewicht ein Vorteil, weil du fährst halt wie auf Schienen. Ja, total. Klar, wenn man so swerven will, dann ist das natürlich nochmal wieder eine ganz andere Sache, weil man dann wirklich arbeiten muss. Aber so für Straight Line, ein bisschen Landstraße, kannst du halt hochholen und das Ding bleibt einfach in seiner Linie. Man kippt da nicht so rum. Deine Karre glitzert da, die Felgen so krass, dass man auf dem Boden sieht man die Spiegelung. Ja. Aber deine wheelt sich echt auch so angenehm. Oh, ist das schön. Ich finde nur bei der SMCR musst du so ein bisschen aufpassen, weil es so windig ist irgendwie. Ja. Und dann ist es halt wieder ein bisschen schwierig, dadurch, dass sie sich so in der Spur hält. Ja. Da musst du voll kämpfen und dann kippt sie irgendwann. Ne? Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Also es ist anders als bei der EXC oder einer FE. Ja, das stimmt. Da ist halt wieder ein Nachteil. Boah, aber es ist so geil, auch mal wieder ein paar Wheelies zu fahren. Hier ist nichts los. Ja, hier stört man keinen. Ja. Das stimmt. Boah, ist das geil. Wirklich. Ich enjoy das auch jedes Mal. Also bei mir auf der Ecke ist ja ähnlich entspannt. Aber ich muss sagen, das ist halt wirklich nochmal ein ganz anderes Level mit einer FE oder EXC. Das ist so, so chillig irgendwie. Ja, du siehst doch so lässig aus. Man wird immer so langsam. Guck mal, ich werde immer langsamer. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch coastern. Ja. Ja. Und das Geile ist, man kann halt so ein bisschen, man kann so ein bisschen lenken. Ne? Ja, wenn du ich mit kann das ja jetzt nicht so gut, aber mit der SMCR kriegt das halt überhaupt nicht hin. Ne? Ich auch nicht. Aber bei der kannst du halt auch so auf die Fußrasten tippen oder mit dem Knie gegendrücken und ja, genau. Dann leitet die sich auch. Aber das sieht schon eigentlich richtig geil aus bei dir. Also man sieht schon, dass du nicht komplett steif bist. Also da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Die ist halt so bequem und so weich. Ja, das ist echt krass. Vor allem, wenn man den Reckenwechsel hat. Wenn man von der EXC auf die umsteigt. Oder in deinem Fall halt FE. Ja, komm, ich in den Social Content. Junge, Stand-up mache ich jetzt einfach auf deiner Karre. Let's go. Boah, es geht richtig gut. Ja, voll angenehm bei der. Weil auch deine Sitzdingen so, deine Sitzbank. Hinter dir ist Moped, by the way. Weil deine Sitzbank so gegrippt hat. Ja. Also 690 als Tourenbike echt unschlagbar. Wenn man Supermoto fahren will, kann man den Kompromiss echt eingehen, ne? Total, voll. Vor allem, du hast halt einfach kein Service-Dilemma. Alter. Das ist wirklich der Luxus schlechthin. Ja. Ich meine, alle 25 Stunden mache ich bei der und das geht auch. Also 25 Stunden hat man ja auch relativ viel Zeit. Ja, ich habe bei meiner alle 15 immer einen Ölwechsel gemacht. Ja. Ja, aber dann kommt ja irgendwann alle 40 oder so Ventilspiel und dann kommt irgendwann alle 100 musst du mal... Boah, wir haben beide den Roller gegrüßt, das ist mir auch passiert. Echt jetzt? Ja. Und dann alle 100 oder so musst du ja mal nach dem Kolben gucken und so. Ach, das ist...
Ja, ich habe jetzt über 105 Betriebsstunden, bei der war noch nichts. Also Klopf von Holz. Ventilspiel war komplett in der Norm. Ja, den Rest habe ich halt immer Ölwechsel und Filter gemacht. Sonst ja, es geht ja auch. Es geht ja auch, vor allem wenn man es selber macht. Wenn man das bei einem Händler immer macht, ja, dann wird es viel zu teuer. Aber ja, wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man das easy auch selber machen. Also wenn es dir mal jemand gezeigt hat, ja, dann geht es halt voll, ne? Ja, das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt. Wir fahren ja jetzt nächste Woche auf Deutschland-Tour. Da fahren wir ja mit den EXCs und FEs komplett auf Achse. Mal so 2,5, 3 oder ich weiß gar nicht. Das sind bestimmt 2,5 bis 3,000 Kilometer, schätze ich jetzt mal einmal rum. Über Landstraße. Rund um Deutschland. Da, ich bin mal gespannt, ob der Karre aufgeht. Weil die sind ja eigentlich heißt es ja immer, oh, die sind da gar nicht viel gemacht. Ja. Ja, werden wir ja sehen. Also ich bin gespannt, ob da was passiert. Ich gehe mal davon aus, dass nichts passiert. Ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall. Mit so einer 690 wäre natürlich, da würde man das ja gar nicht